Mit einem strahlenden Lächeln verzaubert Ali das Publikum. Sie stolziert auf dem roten Teppich, als hätte sie jahrelang nichts anderes getan. Der Verein Ein Herz für Rentner organisiert diese Modenschau. Eigentlich sollte die Modenschau schon im November stattfinden, doch wegen Corona musste sie leider abgesagt werden. Dafür ist die Freude jetzt riesig. Mich berührt das sehr, wenn ich die Senioren dann wirklich auch beobachte, wie sie dann aufblühen, wie sie geschminkt werden, wie sie jetzt frisiert werden. Wir haben sie vorgestern eingekleidet. Dann merkt man, die wachsen dann schon mal wirklich um einen Meter, weil sie sich einfach so freuen, weil sie das nicht gewohnt sind, ja? dass sie so viel Aufmerksamkeit auch bekommen. Für Ali, aber auch für alle anderen Rentner ist das Schminken und Umziehen ein Highlight. So viel Glamour hatten sie noch nie in ihrem Leben. Ich habe so etwas noch nie gemacht und ich freue mich drauf, ich muss ganz ehrlich gestehen. Und toll, also sie machen sehr viel, muss ich sagen. Weil wir haben ja alle eine kleine Rente und also sie machen sehr viel für uns. Wie eine Prinzessin halt, ja. Das erste Mal auf dem roten Teppich in meinem Leben. Ali ist seit 13 Jahren in Rente. Sie war früher Sekretärin und hat Vollzeit gearbeitet. Eine Modelkarriere war nie in Sicht, bis jetzt. Also ich habe der Nadja schon gesagt, dank ihr bin ich jetzt, fühle ich mich mindestens, wenn nicht sogar mehr jünger. Die getragene Kleidung wurde von Modehäusern gespendet. Alles, was so für die Rentnergeneration tragbar ist, haben wir gesagt, spenden wir dann an die Rentner. Und da ist eigentlich von Jacken über Pullover über Anzüge, Sakkos, eigentlich alles vertreten. Die Modenschau im Werksviertel war ein voller Erfolg. Alle Rentnerinnen und Rentner haben sich von ihrer besten Seite gezeigt. Da besteht auf jeden Fall Wiederholungsbedarf. Vielleicht lebst du nicht mehr allein.